Herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute geht es um das Thema Fahrzeugpflege in Kombination mit unserem neuen Reiniger und was das Wundermittel alles so kann, seht ihr nach dem Intro. Bevor wir jetzt aber anfangen können, müssen wir das Fahrzeug erstmal vorreinigen, weil ja, Staub, Dreck, alles was hier drauf ist, würde man dann später mit dem Mikrofasertuch dementsprechend mitwischen und dann hätte man eventuell Kratzer im Lack oder auf der Folie. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen lassen wir das Ganze jetzt erstmal schön einschäumen. Dabei haben wir jetzt hier ein All-in-One-Produkt für euch entwickelt, was alle Funktionen und Vorteile mit sich bringt. Das heißt, wir können leichte Schmutz entfernen, auch irgendwelche Insektenrückstände, Fettrückstände, wie auch immer, können wir damit beseitigen. Dann reinigen wir natürlich dadurch die Fläche, versiegeln diese anschließend und habe hier dann noch den Vorteil, dass das Ganze dementsprechend auch antistatisch wirkt und schmutzabweisend. Natürlich auch ganz klar ist der Glanzfaktor, der gehoben wird. Ich zeige euch jetzt am besten mal, wie man das Ganze aufträgt. Eigentlich komplett easy. Es reicht, wenn ihr die Fläche einmal kurz so einsprüht und dann mit dem Mikrofasertuch das Ganze ordentlich abreibt. Und auch hier jetzt so nach dem Waschen, wenn so leichte Wasserrückstände auf der Oberfläche sind oder Kalkflecke, die sich eventuell bilden, habt das somit auch sofort weg. Auch hier der Glanzgrad kommt gleich richtig schön zur Geltung und die Oberfläche ist dann natürlich auch etwas versiegelt und somit kann der neue Schmutz wiederum nicht so leicht haften. Das Ganze machen wir natürlich auch hier auf der Folie, gar kein Problem. Scheinwerfer ebenfalls. Gerade zum Thema Scheinwerfer habt ihr zum Beispiel im Wohnmobilbereich einiges an Plexigläser, Acrylgläser, könnt ihr das auch natürlich verwenden. Somit haben wir ein breites Einsatzspektrum und können natürlich hier alles richtig schön putzen. Weiter geht's hier an der Scheibe. Auch die kann man so richtig schön reinigen. Und das Schöne ist, wir haben auch hier keine Streifenbildung. Ganz wichtig ist aber allerdings noch zu erwähnen, macht das nicht in der prallen Sonne. Denn wenn der Untergrund zu stark aufgewärmt ist, kann es natürlich passieren, dass man leichte Schlierfilm haben, weil einfach das Material zu schnell verdunstet und ihr nicht hinterherkommt mit dem Nachreiben. Und ich hoffe, ihr könnt es auf dem Video richtig schön erkennen, wie man schön die Spiegelung drin hat. Und das Ganze sieht echt sauber aus. Wichtig ist aber, dass das Ganze bitte bloß auf glänzenden Bauteilen anzuwenden ist. Sprich, auf Lack sowie Folie überhaupt gar kein Problem. Auf unsere ABS-Kunststoffbauteile natürlich auch gar kein Thema. Vor allem auch beim Carbon-Look, wo wir anbieten, ist es auch sehr, sehr ergiebig und bringt echt einen sehr schönen Glanzgrad. Auf Mattteile bitte nicht verwende, weil sonst tun wir natürlich den Mattheitseffekt minimieren und somit haben wir dann eventuell später irgendwelche Flecke, die nicht schön aussehen. Also ein breites Spektrum, was wir hier auf jeden Fall abdecken können, von der Reinigung bis hin zur Pflege mit einem super Hochglanzergebnis. Überzeugt euch selbst davon und schreibt uns doch mal hier in die Kommentare drunter, wie ihr das Mittel findet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Teilt es gerne in die Welt hinaus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!